Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin schon heute früh auf. Wir haben jetzt 7 Uhr oder so. Ich muss jetzt zum Arzt. Kann ich mal erzählen, wenn euch das interessiert. Wenn ihr es eklig findet, dann hört lieber für 2 Minuten oder so weg. Ich habe seit gestern habe ich so einen ganz dicken, fetten Knubbel so unter den Armen, also in den Achselhöhlen. Und Moment. Ist jetzt nicht so toll, deswegen. Die mich alle angucken, weil ich mit meinem Handy rede. Ich habe schon seit ein paar Wochen so einen ganz, ganz kleinen, erbsengroßen Knubbel, sage ich jetzt mal, so unter dem Arm. Und ich habe halt gedacht, vielleicht schon rasieren, irgendwie so eine kleine Entzündung, so ein kleiner Pickel oder so. Und der ist jetzt über Nacht riesig geworden, also wirklich riesig. Und tut auch total weh, wenn man drauf fasst und so. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich gehe mal zum Arzt, nicht, dass da irgendwie was Schlimmes ist. Das ist ja, wenn man googelt, ist ja auch immer lustig, dann findet man direkt sowas wie Brustkrebs, Tumor, Symptome. Ne? Also wird man immer schon direkt fast für tot erklärt, wenn man die Symptome bei Google eingibt. Jetzt gehe ich mal gerade zu meiner Ärztin und dann gucke ich mal, was die so sagt. Hoffe, ist nichts Schlimmes. Wünscht mir Glück. Ja, super. Meine Ärztin meinte, das ist wahrscheinlich ein Abszess. Was ist das, eine schöne Garage? Guck mal. Oh, wie schön. Das ist wahrscheinlich ein Abszess. Und meinte dann ganz aufgeregt, was von wegen, ja, Überweisung zum Chirurgen. Und meinte irgendwas von Aufschneiden. Und bei dem Wort bin ich erstmal umgefallen fast. Aufschneiden. Ja, das kann ja was werden, wenn die das gleich wirklich aufschneiden wollen. Dann raste ich, glaube ich, aus. Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal auf dem Weg ins Krankenhaus, weil die Ärztin meinte, da Krankenhaus und so weiter, da dürften die eigentlich so eine Chirurgenabteilung haben. Und deswegen gehe ich jetzt ins Krankenhaus und hoffe, dass ich da nicht so lange warten muss. Ich kenne das nur von Krankenhäusern immer, dass man da elendig lange warten muss in der Ambulanz. Oh, wenn die mir das wirklich aufschneiden, ich glaube, dann brauche ich echt vorher eine Beruhigungsspritze. Auf jeden Fall, obwohl alleine von der Spritze wird mir schon jetzt ein bisschen komisch. Ich will keine Spritze, ich will gar nichts. Ich frage die mal, ob man das nicht einfach so lassen kann, ob das nicht von alleine wieder weggeht oder ob man das unbedingt aufschneiden muss. Weil dann drehe ich am Rad. Wir haben jetzt gleich 3:30 schon für den Hammer. Heute ist ein definitiv super mega aufregender Tag. Ich war ja beim Arzt und die hat mich ins Krankenhaus geschickt. Und im Krankenhaus war ich jetzt, habe erstmal 2,5 Stunden gewartet, bis ich überhaupt dran kam. Und dann bin ich halt da in diesen Raum rein und hab halt gedacht, ja, ich krieg jetzt halt so eine Salbe oder irgendwas. Und dann kommt der mir mit, ja, müssen wir rausoperieren. Auch geil. Und meint er, wie sieht's mit morgen aus? Und da habe ich halt gesagt, ja, okay. War ich halt erstmal baff, dass es so schnell geht. Also man muss sich das mal vorstellen, ich stehe morgens auf, gehe zum Arzt für eine Routineuntersuchung. Dann stellt sich im Nachmittag raus, ja, ich werde dann morgen operiert. Ist auch geil. War erstmal total geschockt, so von wegen, Operation? Der hat mir halt erstmal erzählt, ja, müssen wir betäuben und so und dann wird das rausgeschnitten und so weiter. Ich habe das irgendwie gar nicht realisiert, dass der damit wirklich eine Vollnarkose meint. Ich habe halt gedacht, so hier, örtliche Betäubung oder so. Und dann meinte ich halt so richtig, also so eine richtige Operation. Ich glaube, ich habe 3-mal nachgefragt, weil ich es echt nicht glauben konnte. Und dann meinte er, also schneiden wir dann einfach raus. Hat er mir das so erklärt, wie man das halt macht dann und so. Und dann meinte der, ja, ich kann sie gleich noch zum Narkosearzt schicken und dann können wir das morgen machen. Das ist super geil. Also jetzt werde ich morgen operiert. Auch nicht schlecht. Das heißt also, ich werde wieder mal ins Krankenhaus müssen. Das heißt wieder mal. Ich war schon lange nicht mehr. Aber trotzdem bin ich jetzt irgendwie total geschockt. Ja, jetzt habe ich halt gerade den ganzen Papierkram noch ausgefüllt. Anmeldung für morgen und so weiter. Und jetzt muss ich noch mal kurz dahin zum Narkosearzt. Ja, und dann erzählt ihr mir noch mal alles, wie das dann abläuft und so weiter. Und ja, ich weiß auch noch nicht genau, wie lange ich da bleiben muss. Also sie meinten halt, sie wissen halt nicht, was drin ist. Also wenn das halt eitrig ist, entzündet ist, dann kommt halt immer drauf an. Die meinen halt erstmal nur einen Tag und dann gucken sie halt, wie das halt
dann aussieht, ob das alles gut ist oder ob ich dann noch länger bleiben muss. Mal gucken. Also wundert euch nicht, wenn ich nicht online bin, wenn nichts kommt von mir, kein Post, gar nichts. Was ist sonnig. So, ich werde jetzt mal eben ins Krankenhaus gehen. So, jetzt bin ich gerade aus dem Krankenhaus raus. Gerade mit der Narkoseärztin gesprochen. Und die hat mich dann nochmal alles Mögliche gefragt. So von wegen Krankheiten hier, Allergien, Gewicht, Größe, welche Medikamente ich nehme und all sowas. Was die alles wissen wollen. Die wollen wissen, was deine Familie alles hatte an Krankheiten. Und mein Gott, so viel kann man überhaupt nicht wissen. Ich musste die Hälfte, dann muss ich erstmal meine Mutter anrufen, weil ich gar nicht wusste, ob ich das und das hatte, Familie, wie das da aussieht. Oh, Gewicht wusste ich auch nicht wirklich. Das ist halt alles so eine Sache. Müssen die halt alles so genau wie möglich wissen, aber das steht jetzt halt alles. Werde ich morgen angerufen, wann ich kommen soll. So ein, zwei Stunden vorher werde ich dann angerufen. Dann geht's auch ins Krankenhaus. Und dann geht's direkt in den OP. Hat gerade schon meine Mama angerufen, hab der das erzählt. Die ist mal aus allen Wolken gefallen. Ich meine, so, wie OP. Dieselbe Reaktion wie ich, erstmal total so, hä? Kann ja nicht sein. Und die kommt dann höchstwahrscheinlich morgen mit. Beziehungsweise die will unbedingt mit. Mir war schon klar, dass sie wieder übelst besorgt reagieren würde. Aber ja gut, ist halt meine Mama und ich bin halt ihr einziges Kind. Was will man da erwarten? Ja, meinten halt, die OP sollte an sich schnell vorbeigehen und dann halt mal gucken, wie schnell das halt dann heilt und wann ich nach Hause kann und so. Muss ich jetzt gleich erstmal gucken. Oh, ich darf ab 22 Uhr nichts mehr essen. Das ist scheiße. Ich hasse es, hungrig zu sein. Und muss ich mir gleich noch den Bauch vollschlagen, weil morgen früh darf ich nicht mehr. Ich bin übelst müde. Ich bin seit heute Morgen 10 Uhr unterwegs nicht. Seit 10 Uhr war ich im Krankenhaus. Ich bin um 7 Uhr aufgestanden, weil ich um 9 Uhr beim Arzt war und dann war ich um 10 Uhr im Krankenhaus und jetzt haben wir 4 Uhr. Um 3:30 war ich wieder da. Also wir haben jetzt ungefähr 4 Uhr. Und ich bin so tot, immer die ganze scheiß Warterei und alles. Und ich habe heute noch nichts gegessen, weil ich die ganze Zeit unterwegs war. Ich habe ja gedacht, ich würde nur mal eben kurz zum Arzt gehen. Und dann kommt sowas dabei raus, echt, ey. Hammerhart. Jetzt habe ich mir gerade noch den ganzen Papierkram abgeholt. Jetzt werde ich erstmal was essen. Ich bin so müde, ich glaube, ich gehe gleich echt ins Bett. Achso, dann muss ich den Blog noch hochladen. Und dann wisst ihr Bescheid, dass ich morgen nicht da bin. Und wahrscheinlich dann auch erstmal ein paar Tage nicht da sein werde. Ich weiß ja nicht, wie lange ich da bleibe. Das ist echt blöd. Dann weiß ich auch gar nicht, wie viel Zeug ich einpacken soll. Oh, muss ich gleich noch Sachen packen. Oh, was mache ich? Ach scheiße, die Krankenhäuser sind immer so scheiße langweilig. Bücher mitnehmen habe ich keinen Bock. Ich glaube, jetzt habe ich ja Gott sei Dank ein Smartphone. Bei meinen letzten OPs hatte ich noch keins. Und dann war das echt langweilig. So kann ich ja mein Ladegerät mitnehmen, mein Handy. Stimmt, dann kann ich euch doch schreiben, wie es mir geht und was so los war. Ha! Seht ihr? Geht ja alles. Ich kann euch ja auf dem Laufenden halten, wenn ich wieder aufwache. Ich habe da irgendwie immer so Bammel. Das ist hier laut, ey. Okay, es wird jetzt hier gerade echt ziemlich laut. Deswegen, ich habe euch ja, glaube ich, eh alles gesagt. Deswegen würde ich mal sagen, ich beende diesen kleinen Vlog jetzt hier mal. Und ja, ich melde mich mal wieder so, wenn ich im Krankenhaus bin, wenn ich wieder wach bin, wenn ich noch lebe. Bis dahin. Macht's gut.